Vor den Messehallen sind die Vorbereitungen schon abgeschlossen. Die ITB kann starten. Mit über 10.000 Ausstellern aus 189 Ländern ist die Reisemesse so international wie nie. Mit dabei sind sowohl traditionelle Urlaubsziele wie Gibraltar, aber auch exotisches wie die Komoren oder das weitestgehend unbekannte Mayotte. Im Fokus der diesjährigen Reisemesse steht das Partnerland Mexiko. Mexiko wird diese Woche Berlin übernehmen, mit unserer Kultur, mit unserem Erbe und mit unseren touristischen Angeboten. Sie werden hier sehen und auch kosten können, wie modern und wie lebendig Mexiko ist. Wir werden das künstlerisch ausdrücken, wir werden unsere Küche vorstellen, aber auch unser Welterbe. Bis zum 9. März öffnet die ITB ihre Pforten. Die ersten drei Tage jedoch nur für Fachbesucher. Wie jedes Jahr werden hier die Reisetrends des Jahres 2014 gesetzt. Die klassischen Reiseziele bleiben auch die Klassiker für 2014. Es wird erneut Spanien seine Position als beliebtestes Auslandsreiseziel der Deutschen verteidigen, gefolgt von Italien und der Türkei, die ziemlich gleich auf den Stellen 2 und 3 liegen. Doch auch private Reiselustige kommen auf ihre Kosten auf der ITB. Denn am Wochenende ist das Messegelände für alle, die unter Fernweh leiden, geöffnet. Wir sind froh, dass wir in den letzten Jahren auch die Qualität des Angebotes für die Berliner und Brandenburger in erster Linie am Wochenende haben steigern können. Seit dem letzten Jahr können Sie Reisen buchen hier. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Attraktivitätsgewinn auch nochmal für die Berlinerinnen und Berliner war. Auch TV Berlin ist direkt vor Ort und berichtet täglich um 18.15 Uhr und 21.15 Uhr in einer 30-minütigen Sondersendung über die neuesten Trends in Sachen Reisen.